Ja, einen wundervollen, wunderschönen guten Tag, liebes Deutschland. Am 1. September sind ja die Wahlen und da wollte ich ein Video dazu machen. David oder Goliath. Ja? Wir können hier an dem Video ganz klar sehen, was besser wäre, ja? Mal nicht so viel um den heißen Brei sprechen, sondern ganz klar sagen, was besser wäre, ja? Ist es besser, ob man die AfD wählt oder ist es nicht besser? Auch an euch, liebe Christin, ob ihr AfD wählen solltet. Ja? Denn wir hatten 2018 als Beispiel. Ja? 2018 hatten wir über 16.000 Vergewaltigungen. Das sind bei 16.000 Vergewaltigungen 43 Vergewaltigungen pro Tag. Wir haben, dass im Moment alle 4 Tage ein Deutscher stirbt. Ja? Alle 4 Tage stirbt ein Deutscher durch Immigrationshintergrund. Ja? Die Belästigungen, ja? Und das Betatschen und das Beklauen und das Schlagen, ja? Das wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie viel das ist. Wenn schon 16.000 Vergewaltigungen 2018 in Deutschland, an Deutschen, wir reden hier an Deutschen, ja, passiert ist. Ja. Wenn alle 4 Tage jemand stirbt, 16.000 Vergewaltigungen in einem Jahr passiert sind, ja, wie viele werden beklaut, geschlagen, getriezt, gemobbt, erpresst und sonst was? Okay? Ihr müsst mal eins verstehen, David oder Goliath. Ja? Ihr könnt jetzt wählen, ob David, ja, das hier in die Hand nimmt. Oder, ja, ich denke mal, ihr habt alle den Film 300 gesehen. Ihr Christen, jetzt mal speziell an euch, ihr Christen. Ich nehme an, ihr alle habt 300 gesehen, den Film 300. Ja? Ihr habt doch bestimmt mitgefiebert und gesagt, hoffentlich gewinnen. Ja? Die Griechen. Ja? Oder beziehungsweise, ne? Das Nebenvolk der Griechen. So. Habt ihr doch bestimmt mitgefiebert und oh, ja, und die Perser kamen. Die Perser kamen, wollten Griechenland kaputt machen, beziehungsweise erobern. Ja, und wenn sie es erobert haben, sie aufgeben. Ja? Gut. Und wenn nicht, wollten die Perser die Griechen zerschlagen. So. Und ihr habt doch bestimmt alle in diesem Film gesagt, hoffentlich gewinnen die Griechen. So, wir haben jetzt genau diese Situation. Wir haben genau diese Situation. Die Griechen stehen vor unserer Tür. Entschuldigung, die Perser stehen vor unserer Tür. Ja? Und was machen wir? Was machen wir jetzt? Diese Menschen mussten damals kämpfen. Sie hatten keine Wahl. Sie mussten ihr Land verteidigen. Ja? Die Gegner erhebten das Schwert und sie mussten durch das Schwert umkommen. Sie haben es zuerst erhoben. Ja? Man hat sich verteidigt. Und heute seid ihr euch unsicher, ob ihr ein Kreuz setzen wollt. Seid mir nicht böse. Aber noch dümmer kann man gar nicht sein. Noch dümmer kann man gar nicht sein. Die Menschen damals wären froh gewesen, ja? Die Frauen und Kinder wären froh gewesen, sie hätten nicht sehen müssen, wie ihre Männer in den Krieg ziehen müssen. Sie wären froh gewesen, sie hätten ein Kreuz setzen können und diese Gefahr, diese Perser, nur mit einem Kreuz auf dem Zettel außerhalb ihrer Grenzen lassen können. Seht ihr eigentlich, wie blöd ihr seid? Tja, tut mir leid. Tut mir leid, wenn das ein bisschen hart ist. Jedes Volk musste sich immer verteidigen, ja, mit Schwert und Rüstung, wenn es angegriffen worden ist. Und da hat nie etwas dagegen gesprochen, selbst den Feind töten zu müssen, ja. Und heute müssen wir überhaupt nicht töten. Wir müssen heute nicht töten. Wir haben heute Gesetze, Politik, ja. Und was tun wir? Wir haben Angst, ein Kreuz zu setzen.
Wenn ihr in diesem Film 300 werdet, stellt euch vor, ihr, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe jetzt sogar auch von Abdul gesehen, auch Abdul hat gesagt, wir Christen sollen nicht wählen. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von euch Christen in Deutschland, ja, sage ich euch ganz klar. Denn ihr bezieht euch nur auf das Neue Testament und ihr lernt nicht aus der Geschichte. Aus der Geschichte, ja, wenn wir jetzt sehen würden, zum Beispiel die Azteken, die Mayas, die Mongolen, Indien damals, okay, ja. Aber wir sehen es in unserem im Alten Testament, im Christentum, im Alten Testament, dass Israel, dass das Volk der Juden sich verteidigen musste und sogar angreifen musste. Und sogar Gott den Juden befahl, tut ihnen, was sie euch angetan haben. Ja? Dass man es versteht, sinngemäß, dass man es versteht. Ja? Tötet selbst den Esel ja? Und blablabla. Ja? Dass man selbst den Esel töten sollte. Das war, weil diese Gräueltaten, diese Missetaten den Juden angetan hat, damit der Feind ganz klar weiß, wenn ihr uns das antut, ihr versteht eins nicht. Was sagt denn Gott? Was sagt denn Gott? Dass die Juden wie ihr Augapfel, dass die Juden, die Juden sind, die Leute kritisieren, warum Gott so grausam war im Alten Testament. Gott sagt, wer mein Volk angreift, ist, als ob er meinen Augapfel berühren würde. Hier warnt er ganz klar. Hier sagt er ganz klar, ja? Wenn du mein Volk angreifst, werde ich dich vernichten. Ja? Und die Rache war, dass der Mensch selbst sich wehren sollte. Gott hätte die Menschen alle selbst zerstören können, hat aber den Juden beauftragt, selbst anzugreifen bzw. sich zu verteidigen. Ja? Und das Problem ist, ich sehe das, wie die Christen viele euch sagen, lest erst ab Johannes. Ja, lest erst ab Johannes. Ihr Menschen versteht dann nicht, ihr lernt dann nicht, dass Gott selbst sagt, ja, und wir sind heute die Erben. Ihr müsst mal eins verstehen. Ihr müsst mal eins verstehen. Wie in Korinther steht klar, dass wir die Erben sind. Wir sind die Erben. Was erben wir denn? Wir sind jetzt die Kinder Gottes. Die Juden mit den Christen zusammen. Die Juden, die den Herrn und den Vater und den Sohn angenommen haben. Jesus hat jetzt eine Gleichberechtigung gebracht. Die Juden sind natürlich immer noch sein erstgewähltes Volk. Natürlich. Doch wir sind die Erben. Ja, wenn wir die seinen Sohn annehmen. Die Paganen, die wir früher Paganen waren, die Völker, die das Christentum angenommen haben, ja. Wir sind jetzt die Erben. Was erben wir denn? Da steht, wir sind die Erben. Was erben wir denn? Erben wir das Neue Testament? Seht ihr eigentlich? Habt ihr gesehen? Habt ihr nachgedacht? Erbt ihr das Neue Testament, wo das Neue Testament doch selbst sagt, ja, dass es für jeden ist? Petrus und Paulus, ja, ich glaube, Petrus war das. Petrus dachte, ja, hier an diesen lieben Ahmed von Ahmed, ja, wir sollen dem Apostolischen folgen. Was sagt denn das Apostolische? Dass Petrus und Petrus dachte, ja, dass man, ja, wo Jesus dann kam, dass man das nur den Juden, ja, beibringen sollte, das Wort verkünden sollte, nur den Juden. Und Paulus sagte ihm, nein, auch die Paganen haben das Anrecht, ja, auch die Paganen haben das Anrecht, das Wort zu hören und zum Christentum, sage ich jetzt mal, zu Jesus zu kommen, zum Christus, ja, Christus zu hören, sein Wort, ja. Sie haben selbst die Jünger viel falsch verstanden, ja? Und wenn ihr sagt, liest erst ab Johannes, was lesen wir denn? Wir lesen Jesus, ja? Und wir lesen die Apostel, ja? Und ihr sagt den Leuten nicht, dass wir die Propheten, dass wir früher die ganzen Geschichten nicht lesen brauchen. Und somit seid ihr auf diesen nur neues, ihr seid nur fokussiert auf den Neuen Testament. Ihr glaubt, ihr braucht das gar nicht mehr zu lesen. Und dann lernt ihr nicht, dass David gegen Goliath, ja, dass David
ein König war, ja, ein politisches Amt hatte und ein geistliches Amt hatte. Er war ein Gläubiger, von Gott selbst persönlich erwählt. Ja? Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Ja? Wenn der Kaiser ein Pädophiler ist, ein Christenmörder, ja, oder überhaupt ein Mörder ist, sein Volk erlaubt zu vergewaltigen, alle anderen, zu versklaven. Was heißt hier, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt? Jemandem gebührt das, wie er sich verhält. Ist dieser Kaiser antichristlich? Ja? Gebührt ihm gar nichts. Ihr bezahlt gerade antichristliche Kaiser. Ja? Wir haben gerade antichristliche Leute in der Politik, ja? Und ihr bezahlt denen gerade Steuern. Warum? Das sind Grüne in der Politik, ja? Die Pädophilie, Sex mit Schwestern erlauben wollen, Transsexualität, Homo-Ehe ist schon durch, letztes Jahr im Januar. Da habt ihr nicht gesagt, da habt ihr überhaupt, habt ihr geschwiegen und gar nichts gesagt. Jetzt kommt die AfD und will etwas verbessern und auf einmal kommt die Christen raus. Ja, habt ihr vorher, keine Ahnung, habt ihr vorher den Kopf im Sand gehabt, das kommt auf einmal raus und auf einmal mischt ihr euch in die Politik ein. Vorher habt ihr euch nicht in die Politik eingemischt, ja. Jetzt mischt ihr euch in die Politik ein, aber auch noch komplett falsch, im Widerspruch mit Alten Testament. Denn im Alten Testament hat David Goliath sogar getötet. Für die, die ich das oft in den Videos schon oft gesagt habe, ich weiß, dass ich das wiederhole, aber viele gucken ja, fangen erst ja neu an zu gucken bei mir und dann sehen die ja nur dieses Video. Ja, da muss ich das eben wiederholen. Ja? David, nach eurer Meinung, wenn ihr Superchristen, neben David gestanden hättet, wo Goliath kam, hättet ihr zu David gesagt, macht nichts, Jesus tut schon alles. Ja? Ihr hättet gesagt, macht nichts, tut nichts, wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Ja, Goliath kam und hat das Schwert erhoben, dann hat David das Schwert erhoben, ja, und hat ihn getötet, beziehungsweise mit der Schleuder, ja, dass man das mal versteht. Er hat sich gewehrt und Goliath getötet, ja, war König, hatte dann das politische Amt, hat Israel verteidigt. Hätte er das nicht getan, hätte er auf Leute wie euch gehört, ja, tu nichts, mach nichts, wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. David, hör doch auf, du kannst doch Goliath nicht angreifen. David hätte euch gesagt, sag mal, spinnst du? Siehst du nicht, dass er gerade das Schwert erhebt und kommt und unser Volk, unser Israel zerschlagen will? Ja? Er soll durch das Schwert umkommen. Er hat es zuerst erhoben. Ja, Jesus hat den Spruch doch erst später gebracht. Seht ihr? Liebe, ja? Wir sagen, unser Gott ist Liebe. Gott macht alles aus Liebe heraus. Gott hat die Sintflut geschickt. Gott hat Sodom und Gomorra vernichtet. Ist das Liebe? Ist das Liebe? Gott hat dich so sehr geliebt, dass er Sodom und Gomorra zerschlagen musste. Gott hat dich so sehr geliebt, dass David Goliath zerstören musste. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er die Sintflut schickte. Denn hätte er die Sintflut nicht geschickt, hätten sich die bösen Mächte über diese Welt erhoben. Noah, ja, hätte im Versteck leben müssen oder sie wären wahrscheinlich auch umgebracht worden von dieser ganzen menschlichen bösen Pest, die es damals gab, ja? Und dann wärt ihr heute gar nicht auf der Welt. Ist das Liebe, dass Gott diese Flut geschickt hat? Gott hat dich so sehr geliebt, dass er die Sintflut schicken musste, um dir eine Chance zu geben, dass nach Noah wir alle heute eine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Er hat dich so sehr geliebt, dass er vernichten musste. Versteht ihr das? Heute müssen wir nicht vernichten, heute können wir ein Kreuz setzen. Versteht ihr das überhaupt? Und ihr Christen erzählt, ich sag schon, wählt die AfD, dann ist es besser, ist doch ganz klar. Braucht man kein Genie im Kopf zu sein oder im Geiste. Ja? Dann wird alles wieder besser. Und das werdet ihr hier sehen, was dieser Mann hier sagt. Ja? Was dann sich ändern würde. Natürlich, ja,
werden sie auch Fehler machen. Sachen, die uns vielleicht nicht gefallen. Aber wollt ihr weiterhin zusehen, wie von 4 Deutschen am Tag, ja, es 10 werden in 10 Jahren? Wollt ihr das? Und ich bin jetzt noch nett, ja? In 10 Jahren werden es 20 Deutsche sein, die am Tag sterben. Es werden 100.000 deutsche Frauen sein, die vergewaltigt werden. Ja? Und davon werden sich wahrscheinlich 5.000 jedes Jahr töten, ja? Weil sie vergewaltigt worden sind. Ja? Weil die Frauen werden dann, heute ist es ja schon so, dass bis zu 15 Asylanten ein kleines Mädchen vergewaltigen. Was glaubt ihr, wie das dann sein wird? ISIS-Verhältnisse, ja? Da rutschen mal 100, liebe Michaela, liebe Patricia, liebe ja, Vanessa, da werden 100 auf dich drüber rutschen, ja? Und dir die Fresse polieren, bis du ruhig bist, ja? Und dabei stirbst noch, ja? Ich habe euch gewarnt, vor vielen Jahren schon, dass diese Verhältnisse kommen werden. Ja? Ich habe euch sogar vorhergesagt, dass der erste Anschlag in Berlin sein wird. Habe ich vorhergesagt und es ist passiert. Ich habe so viel vorhergesagt. Ja? Und alles ist eingetroffen. Und ich werde euch sagen, was eintreffen wird, wenn ihr die AfD nicht wählt. Ihr werdet 100.000, ja, vergewaltigt jedes Jahr. Es werden jeden Tag 4 Deutsche sterben. Nicht nur alle 4 Tage ein Deutscher sterben, sondern jeden Tag 4 Deutsche sterben. Ja? Wollt ihr das? Wollt ihr zugucken, wie Goliath reinkommt und mit euch tut, was er will? Seid ihr wirklich so geistig behindert? Deutschland. Hä? Christen, seid ihr wirklich so geistig... Ihr sagt, wir sollen die AfD nicht wählen, dann seid ihr keine Christen, ihr haltet Gericht. Wenn jemand sagt, ihr solltet die AfD nicht wählen, okay, das geht noch durch. Ihr solltet sie nicht wählen, weil es seine Überzeugung ist, das geht noch durch. Aber wer sagt, wer die AfD wählt, ist kein Christ, hat Gericht abgehalten. Ja? David hat Goliath getötet. Ja? Kommt David jetzt in die Hölle? Hätte David Goliath nicht getötet? Hätte Goliath Israel vernichtet, die Juden wären vernichtet, die Endzeit wäre schon lange da und ihr wärt noch nicht mal auf der Welt, ihr hättet überhaupt keine Chance, die Endzeit wäre schon da, es wäre schon längst vorbei. Ihr wärt noch nicht mal existiert. Goliath hat aus Liebe gehandelt, sein Volk zu verteidigen und die Nachkömmlinge, liebe deine Nächsten wie dich selbst, wer ist denn der Nächste? Lieber Bruder, liebe Schwester, wer ist denn der Nächste? Du bist mein Nächster, lieber Bruder und liebe Schwester. Und der Nächste ist auch der Ungeborene. Der ungeborene Markus, der in 500 Jahren geboren wird. Den ich dein Gesicht schon im Leib seiner Mutter sehe, bevor er überhaupt geboren worden ist. Den ich geformt habe im Bauch seiner Mutter, bevor er überhaupt geboren worden ist, sagt Gott. So sehr müsst ihr lieben. So sehr müsst ihr lieben. Ihr habt keine Liebe zu dem nächsten Markus. Ihr habt diese Liebe nicht. Ihr Geisteskranke. Ihr seid geisteskrank. Ja? Wer nicht in Christus ist, wer den Geist nicht versteht, wer nicht versteht, liebe deinen Nächsten, ist geisteskrank. Denn warum? Denn er behauptet, etwas zu verstehen, auch noch Gericht abzuhalten, ja? Ihr seid geisteskrank. Ich rede von denen, die Gericht abhalten, ja? Nicht jetzt hier von allen Christen. Oder die sagen, ich möchte auf den nicht wählen oder ihr solltet auf den nicht wählen. Das geht noch durch. Wenn es eure Überzeugung ist, ist es ja in Ordnung. Aber wer sagt von euch, wer die AfD wählt, ja? Ist kein Christ, ihr seid geisteskrank. Denn dieser Christ, ja? Wählt diesen Kreuz. Die AfD wird alles verändern. Ja? Ihr werdet sehen, dass eben nicht mehr alle 4 Tage ein Deutscher stirbt. Dass nicht mehr 16.000 Vergewaltigungen in einem Jahr passiert. Dass Rentner es besser gehen wird.
Obdachlosen es besser gehen wird und auch den Afrikanern in Afrika besser gehen wird, denn 1 Euro ist das 30-fache wert, ja, in Afrika als hier. Wenn wir einen Afrikaner in Deutschland helfen, können wir damit 30 in Afrika helfen. Das sagt er, glaube ich, hier in diesem Video. Ja? So, ihr Lieben. Guckt euch bitte dieses Video an. Ja? Es gibt natürlich da auch wieder hier in diesem Video einen Satz, ja? Der euch im geistlichen Konflikt bringen wird. Er wird in diesem Video sagen, wir müssen uns, es wird dann auch hässliche Bilder an den Grenzübergängen geben, weil er die Grenzen schützen will, ja. Aber wenn wir sie dort nicht sehen, werden wir sie im Lande sehen. Und wir sehen sie schon hier. Wir sehen sie schon hier. Nochmal, 16.000 Vergewaltigungen an deutschen Frauen im Jahr 2018. Und ihr erbärmlichen Kreaturen, vergibt mir, denkt noch darüber nach, was richtig und falsch ist. Dann sagt ihr noch, Jesus macht schon alles. Also Gott, ja, Gott, also Gott, ja, hat es gemacht, dass David, Gott hat es gemacht, dass David Israel beschützt vor Goliath und David ihn sogar töten musste, ja. Abraham musste kämpfen, Abraham und seine Gefolgschaft musste kämpfen und töten, ja. Moses hat jemanden getötet, David, Salomon, ja. Dorothea, war es Dorothea, die alle Menschen wieder zusammenrief, weil die Männer so Feiglinge waren und so und nichts mehr getan haben. Da musste sogar eine Frau kommen, ja, und die Männer wieder zusammenbringen und kämpfen. Kampf, Kampf, Mord, Totschlag, Kampf, Kampf, Mord, Totschlag, Kampf, Kampf, Mord, Totschlag, im Alten Testament. Damit wir heute eine Chance haben, in den Himmelreich zu kommen, mussten diese Menschen kämpfen. 400 Jahre Islam hat gewütet. Ja? Die Italiener wurden versklavt. Ja? Gekreuzigt. Auf die barbarischste Art und Weise wurden sie von den Moslems getötet, wo die im Mittelmeer angegriffen haben. Die Spanier genauso. Alle anderen Länder genauso. Saudi-Arabien hat angefangen in Saudi-Arabien, ja, und hat sich verteilt durch alle anderen Länder. Ägypten, ja, wie können heute Ägypter Muslime sein? Wie bescheuert kann ein Mensch nur im Kopf sein? Die Ägypter wurden versklavt, Ägypten wurde angegriffen von den Arabern, ja, mit den Mongolen zusammen, weil alleine hätten sie es ja nicht geschafft. Ja, die Mongolen haben sich ja den Araber angeschlossen, weil die sagten, hoho, was für ein cooler Glaube, hier darf ich töten, morden, vergewaltigen und rauben und ein Gott erlaubt mir das noch, hoho. Und da haben die Mongolen sich den Islam angeschlossen, weil sonst hätten die Araber das nie geschafft. Ja, so. Ja. Und Ägypten, die sind heute Muslime, obwohl ihre Vorfahren, ja, ihre Vorfahren vergewaltigt, versklavt, ermordet worden sind. Ja? Und wollt ihr, dass Deutschland genauso endet? Wollt ihr, dass in 500 Jahren deutsche Muslime rumlaufen? Deutsche Muslime rumlaufen und vergessen haben, ja? Was denen alles das, wie die überhaupt, was denen passiert ist? Wollt ihr auch so blöd sein? Wollt ihr auch so blöd sein? Ja? Wisst ihr, gut, man muss das ja noch in Schutz nehmen. Ägypten, das sind viele Bauern, viele dies, viele jenes, viele das, okay, ja. Da war es ja einfach, man hat die Männer getötet und alle Kinder, die schon Schamhaare hatten, hatte man getötet, weil die als zu alt gelten, ja. Da war es natürlich einfach, den Menschen, ja, den Islam zu bringen, weil die Frauen wurden dann, ja, mit den entweder geheiratet, als Sklaven behalten oder sonst was, die Männer umgebracht, die kleinen Kinder, dann war das natürlich einfach in Vergessenheit zu raten, wie die überhaupt erobert worden sind. Aber heute wissen wir das. Und heute, ich rede von heute, und heute sind Ägypter, Marokkaner, Türken, alle diese Länder, die erobert worden sind von Arabien, sind heute noch Muslime. Ja, da seht ihr mal eigentlich, wie ungebildet und dumm die sind, wie faul die sind, warum der Islam überhaupt funktioniert. Der Islam funktioniert mit geistlich Faulen, mit Terror. Ich wurde siegreich durch Terror. Ja? Wollt ihr auch so blöd sein, ja? Entschuldigt meine Härte, aber wisst ihr, da sterben Kinder, wisst ihr?
Da werden kleine Kinder vergewaltigt jeden Tag. Jeden Tag 9-Jährige, sogar 7-Jährige, sogar 4-Jährige und 2-Jährige werden vergewaltigt. Ja? Auf der ganzen Welt, Schritt von der ganzen Welt. Ja? Werden vergewaltigt, abgeschlachtet. Kleines Baby, Kopf ab. Hm? Frauen werden als Sklavin genommen, ihre Kinder, ja? Ihre Kinder werden getötet, gekocht und den Frauen nach 4 Tagen als Essen gegeben in der ISIS, ja? In Syrien ist das passiert. Hm? Ist doch billiger. Soll ich da jetzt einen Hammel schlachten? Ich schau, ich tue doch jetzt meine Sklavin kein Hammel schlachten. Ich schlachte ihre Kinder, die schon Schamhaare haben, die sind schon zu alt, töte die und dann gebe ich denen den eigenen Eltern zum Fressen vor. Es passiert in Syrien, das ist hier kein Spaß. Hm? Wollt ihr wieder, ja? Wollt ihr diese Perser reinlassen? Wollt ihr diese Perser, wollt ihr dieses abstrakte, diese abstrakten Kreaturen, wollt ihr die reinlassen? Seht ihr nicht, was in Iran los ist? Seht ihr nicht, was in Iran los ist? Hm? Das war früher Persien, ja? Seht ihr, die sind heute immer noch so drauf. Die sind heute immer noch so drauf. Dummkopf, hast du verstanden? Hm? Nicht alle, ja? Ich kann diese geistliche Behinderung von manchen Menschen einfach nicht mehr verstehen. Verzeiht mir, dass ich so abgehe. Ich kann diese geistige Behinderung nicht verstehen. Ja? Warum sage ich euch das hier so knallhart? Haltet eure verdammte Schnauze. Ja? In YouTube, in Facebook, jeder Spasti. Ja? Entschuldigt, ich bin Christ und darf nicht so reden, ich weiß. Ja? Aber du bist ein Spasti. Ja? Wenn du ein Spasti bist, muss man dir das sagen, damit du das weißt, dass du dein dummes Maul hältst. Ja? Vergib mir. Gott, vergib mir. Christen, vergib mir. Wir haben aber hier absolute Mongolen, die euch lehren, lest es ab Johannes. Ihr habt von der Geschichte überhaupt nichts gelernt. Ihr wisst überhaupt gar nichts, wisst ihr vom Alten Testament. Ja, weil euch eben diese falschen Geister, es werden falsche Propheten, falsche Jesusse werden kommen und euch in die Irre leiten. Sie werden euch sagen, tut nichts, macht nichts. Ja? Lasst euch vergewaltigen, lasst euch töten, lasst euch umkommen. Und wer ist dieser Geist in ihnen, die euch das sagen? Satan! Ist es nicht Satan, der euch sagt, lasst alles über euch kommen? Denn Gott im Alten Testament sagt euch, verteidigt euch! Aus der Liebe zum Nächsten. Aus der Liebe zum Nächsten, wenn es sein muss. Tötet sogar, damit in 500 Jahren oder damals, wo Goliath getötet worden ist durch David, ja. David hat Goliath getötet, ja. Und jetzt dafür was? Damit wir heute tausende Jahre danach die Chance haben, in den Himmel zu kommen. Ja, guck mal, wie der redet. So wie der redet, kommt er doch nicht in den Himmel. Ja? David hat Goliath getötet. David hat nicht zu Goliath gesagt, ey, du Spasti, du Schmock, was willst du überhaupt? Warum greifst du mich hier an? Verpiss dich. David hat ihn getötet. Ja, und ich sag dir, du bist ein Spasti und du sollst deine dumme Schnauze halten. Gerade du, der Gericht abhält. Gerade du, der Gericht abhält. Wenn ihr AfD wählt, kommt ihr nicht in den Himmel. Ja? Du geistliche Kakerlake, du hast Gericht abgehalten. Du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du nicht Vergebung bei uns erbittest. Erbitte bei uns Vergebung. Ja? Dass du Gericht abgehalten hast. Und wir werden dir vergeben. Deine Geschwister, wir werden dir vergeben und sagen, wir vergeben dir. Denn wenn wir dir vergeben, wird auch uns vergeben werden. Ja? Sag, dass du einen Fehler begangen hast. Du hast Gericht abgehalten. Ja? Sag, du hast einen Fehler getan. Ich habe Gericht abgehalten, es war mir nicht bewusst. Wir, die Gemeinde, wir Christen, werden dir vergeben. Auch Gott wird dir vergeben. Doch du musst, ja? Du musst Buße tun, sofort. Ja? Und zwar eine Woche lang. Ja? Ich habe Gericht abhalten, ist ein extrem gravierender Fehler. Ja? Versteht ihr das? Und dann einmal, hihihi, Entschuldigung, tut mir leid, und dann weitermachen? Nein, nein, nein. Wenn ich Gericht abhalten würde, ich glaube, ich würde ein Jahr lang auf den Knien, ja? Beten, dass Gott mir vergibt. Denn wer Gericht abhält, hat keine Vergebung mehr, wenn er nicht um Vergebung bittet. Es ist vorbei, ja? Und ihr predigt da weiter und predigt da weiter und predigt da weiter. Das sind Christen, die Gericht abgehalten haben und predigen noch weiter. Und ihr sagt nichts, ihr sagt nichts, ihr Christen. Ihr sagt es ihnen nicht. Hm? So.
Dieses Video, guckt euch das an, ja? Am besten so ab 17, ab der 17. Minute, ja? Beziehungsweise ab der 18. Minute. Davor, das ist alles ein bisschen, ja? Spricht über die anderen und hin und her und wie die kritisiert werden. Doch ab der 18. Minute circa sagt er eigentlich ganz klar, was die AfD tun will. Es gibt doch viel mehr, was sie tun wollen, ja? Doch wir haben hier gerade Goliath vor der Tür und das muss, der muss erstmal weg. Der muss erstmal weg, ja? So. Ich sage euch, Christen, ich warne euch. Ich sage euch, ihr, die ihr Gericht abhält. Ich warne euch, ich sage euch. Ja? Ich mache den Anfang. Ich mache den Anfang. Ja? Und ich hoffe, es kommen mutige Christen nach mir. Ja? Nochmal. Ich will niemanden beleidigen. Und meine Härte ist, dass ich nicht dulde, dass Menschen, die in die Hölle kommen, anderen sagen, dass sie in die Hölle kommen. Das werde ich nicht dulden. Und wenn ich dich Schmock nenne. Und wenn ich dich Schmock nenne, ja? Denn anders wirst du nicht aufwachen. Wenn ich dir sage, hey, hör mal zu, ja? So wie das in Deutschland gerade abgeht, ihr geht euch gerade alle so an, ihr haltet Gericht und der eine geht den anderen an, hört euch nicht den an, das ist eine irre Lehre, mal, guck mal Markus von der Met, guck mal, guck mal Nietzsche, guck mal, ja. Ihr kritisiert euch alle gegenseitig und blablabla. Gott sagt, das Gute behalte ich schlecht, das Schlechte verwerf. Wer seid ihr eigentlich, ihr Christen da in Deutschland? Was? Wer seid ihr eigentlich? Ihr seid so fehlerhaft, das ist nicht mehr normal. Ihr seid so fehlerhaft. Wie kann es sein, dass ihr so viele Fehler macht? Petrus und Paulus, Petrus hat Paulus gesagt, Petrus, ja, Petrus dachte, man braucht. Jesus kam, das braucht man nur den Juden beizubringen. Und Petrus sagt ihm, nein, nein, du bist falsch, du hast falsch verstanden. Ja? Petrus dachte, dass die Endzeit schon in seine Lebzeiten kommt. Ja? Das waren nur Menschen und ihr erzählt denen, wir sollen nach den Aposteln gehen und hin und her. Wir sollen das, was Jesus denen gesagt hat, das nehmen wir an. Er ist die Wahrheit. Ja? Der Psalm sagt, die Wahrheit, ja? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind die wahren Zeugen. Und ihr erzählt den Leuten da draußen, ja, dass wir uns auf die Aposteln konzentrieren sollen und blablabla, das ist das Fundament, wir sollen zum Fundament aufbauen und was weiß ich hier von dieser Ahmed von Ahmed. Ja. Das ist kein schlechtes Gerede, das ist nur euch eure Fehler aufzusagen. Ja. Das ist nur korrigieren. Ja. Ich liebe jeden Christen von euch da draußen, jeden, ob ihr Fehler macht oder nicht. Doch ihr, die ihr Gericht abhaltet, ich sage euch, ihr Schmucks. Ja? Anders, Leute, anders, wisst ihr, anders kriegt ihr den nicht wach. Wisst ihr, ein Jude sagt genau deswegen, du Schmuck. Ein Jude sagt genau deswegen selbst zu einem anderen Juden, du Schmuck, damit er aufwacht. Damit er aufwacht. Ja? Weil wenn er ihm nämlich sagt, hör mal zu, so und so und so und so, dann trennen sich die Wege, ja, und der eine lehrt sein weiterhin sein Falsches. Doch wenn du ihm sagst, du Schmock, ja, du Schmock, du hast hier gerade Gericht abgehalten, dann wacht er auf, was er da tut. Versteht ihr das? Ich will niemanden beleidigen. Wenn einer ein Schmock ist, ein Depp ist, dann musst du ihm das sagen. Denn jemand ist ein Depp, denn Gott selbst sagt, die Ungläubigen sind Narren, ja. Oder beziehungsweise der erste Satz, aus dem sie sprechen, ist toll, ist Dummheit. Und der letzte, also der erste Wort eines Satzes so ungefähr ist Tollheit und der letzte Dummheit und der letzte, das letzte Wort Tollheit, absolute Tollheit. Ja? Sagt Gott selbst. Tut Gott diese Leute beleidigen? Gott beleidigt sie nicht. Gott sagt, hör zu, du bist dumm. Wenn du mich nicht erkennst, bist du ein Narr. Wenn du mich nicht erkennst, hast du keine Liebe. Du bist eine lieblose Kreatur. Du hast keine Liebe. Wisst ihr, was das heißt? Stellt euch mal vor, deine Mutter. Stellt euch vor, deine Mutter würde dir sagen, du liebloses Kind, ich habe dich geboren. Und du hast keine Liebe. Gott sagt euch das. Gott selbst sagt euch das. Du lieblose Kreatur. Ja? Wer keine Liebe hat, hat mich nicht erkannt. Ihr würdet weinen, wenn eure Mutter euch so etwas sagen würde. Ihr würdet weinen, wenn eure Mutter euch sagen würde, ja, du liebloses Kind, was habe ich da geboren? Es reut mich, dich geboren zu haben. Und Gott reute es.
diese lieblosen Kreaturen zu sehen. Schmerzt euch das nicht, ihr weltlichen Kreaturen? Schmerzt euch das nicht, dass Gott selbst euch das sagt? Es würde euch schmerzen, dass euer Vater, eure Schwester, eure Mutter, eure Tante euch so etwas sagen würde. Das würde euch schmerzen. Doch Gott sagt euch, ihr Narren, ihr Lieblosen, ja? Und das schmerzt euch nicht? Ich rede von denen, die falsches Gericht abhalten, ja? Ihr haltet Gericht, Leute, ja? Ich erkläre das hier nochmal. Wir sind in der Wüste, haben nichts zu essen, nichts zu trinken, ja? Ich habe aber, ja, Papier in meine Tasche. Und du bist mit mir in der Wüste. So. Und du sagst, ich habe so einen Hunger, ist mir egal, ich esse jetzt dieses Papier. Und wenn ich dir sage, wenn du das Papier jetzt isst, gehst du in die Hölle. Das ist Gericht abhalten. Ich habe hinzugefügt etwas, was gar nicht in der Bibel steht. Ich habe Gericht abgehalten. Und wenn ihr sagt, wenn ihr ein Kreuz bei der AfD macht, seid ihr keine Christen. Das heißt, wer kein Christ ist, kommt nicht in den Himmel. Ja? Das heißt, ihr habt Gericht gehalten, wer ein Kreuz bei der AfD macht, kommt nicht in den Himmel. Das heißt, er geht in die Hölle. Ja? Ihr habt Gericht abgehalten. Ist euch das eigentlich klar, was ihr getan habt? Ja? Gott sei Dank hat Abdul nur gesagt, ihr solltet, Christen sollten nicht wählen. Das geht noch durch. Das ist seine Überzeugung, dass wenn jemand, das ist in Ordnung. Aber wer Gericht abhält, nochmal, ja, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ihr macht hier auf Prediger, ihr macht hier auf in YouTube, in Facebook und blablabla, macht ihr, als wüsstet ihr, was ihr, und haltet Gericht. Es geht in meinen Kopf nicht rein, das geht in meinen Kopf nicht rein. Wie könnt ihr predigen? Ach so, Jesus hat ja gewarnt. Jesus hat ja gewarnt, Vorsicht, es werden falsche Jesus und falsche Propheten kommen. Stimmt ja, Entschuldigung. Gott hat es ja prophezeit. So, ihr Lieben. Schaut euch bitte dieses Video an. Ja? Ihr seht es ja. A, Gauland, Afrika wächst in 12 Tagen und am 1 Million. Ihr werdet hier ganz klar sehen, was dieser Mann, was sie vorhaben gegen diesen Goliath, der vor der Tür steht, gegen diese Perser, die ja, in dem Film 300 vor der Tür stehen. Ja? Nochmal. Die Italiener wurden so brutal, die haben sich gewehrt und verteidigt Italien. Ja? Wurden zu oft. Guckt euch mal an die Geschichte, was da passiert ist mit den Italienern, wie grausam die, wie barbarisch, die Spanier auch, alle. Ja? Wie barbarisch die von dem Islam. Ja? Und diese Menschen haben Europa verteidigt. Sie haben Europa verteidigt mit dem Schwert, weil der Gegner das Schwert schon erhoben hat. Und die jämmerlichen armen Kreaturen, ihr Feiglinge, ihr Angsthasen. Ein 80 Millionen Deutsche, davon 60 Millionen Deutsche, 20 Millionen Ausländer, plus minus. Ja? Kackt euch ins Hemd. Kommt endlich mal zusammen, Deutschland. Und ich sage euch, bleibt in der Liebe. Ja? Jeder kann wütend sein, jeder kann sauer sein, so wie ich. Und ich glaube, ich habe das Anrecht, sauer zu sein, jemand, der euch Gericht abhält. So ein Schmock. Ja? Ist er für mich ein Schmuck, tut mir leid. Ja? Kommt zusammen, bleibt in der Liebe und liebt euren Nächsten, liebt den letzten Markus. Ja? Liebt den, ihr sollt heilig sein wie Gott. Ja? Ihr könnt, ja. Damit ihr heilig seid wie der Vater, sagt Jesus Christus. Da müsst ihr so lieben wie der Vater. Da müsst ihr den Ungeborenen, den letzten Markus, ja, lieben, so wie der Vater liebt, ihn so sehr lieben, dass er ja noch nicht mal in der Wampe der Mutter drinne ist und ihr ihn schon liebt, bevor er überhaupt geboren worden ist. Wollt ihr diese Heiligkeit erreichen? Wollt ihr so sehr lieben wie der Vater? Ihr könnt nicht so sehr lieben wie der Vater. Seine Liebe ist einfach nur, er ist die pure Liebe. Doch wir können sie verstehen, denn wir haben den Heiligen Geist. Wir können seine Liebe verstehen und wir können dahin kommen und wir können den Ungeborenen im Leib der Mutter sehen und lieben im Geiste. Ja?
und ihn so sehr lieben, wie der Vater ihn geliebt hat, bevor er überhaupt geboren worden ist. Wollt ihr heilig sein? Ja, guck mal, wie der redet. Der sagt Schmock und dies und das und dies und das und er nennt sich ja heilig. Ich habe das nicht gesagt. Ich rede von euch, ihr Lieben. Ich kenne meine Fehler. Und ich bete zu Gott, dass ich ja meine Fehler von Jahr zu Jahr verbessere, beziehungsweise abbekomme. Ich rede von euch, meine lieben Geschwister, die ihr in der Liebe seid, die ihr vielleicht besser seid als ich. Ich rede von euch. Wollt ihr Heiligkeit erreichen? Wollt ihr lieben, den Nächsten lieben, wie es der Vater gebietet? Wer nicht den Willen des Vaters tut, wird das Himmelreich nicht erben. Ungefähr, ja? Der Wille des Vaters ist, den Nächsten zu lieben. Wenn ihr den Nächsten nicht liebt, tut ihr nicht den Willen des Vaters. Wer den Willen des Vaters nicht tut, den Armen zu helfen, den Menschen zu dienen, wenn er verletzt ist, ja, seine Wunden zu ölen, seine Füße zu waschen, die Menschen zu umarmen, an den Händen zu nehmen, ja, den Obdachlosen zu helfen, ja, den Menschen zu dienen, ist der Wille des Vaters, denn Gott selbst hat den Menschen gedient. Gott selbst, Jesus Christus, kam selbst und waschte die Füße eines Menschen. Und die Jünger selbst wunderten sich, was macht der denn da? Haben es nicht verstanden. Schau her, Mensch, ich habe dich erschaffen. Dennoch diene ich dir, denn ich liebe dich so sehr. Du bist meine Kreation. Ich habe dich erschaffen, somit kümmere ich mich auch um dich. Und wenn du an mich glaubst, werde ich dafür sorgen, dass du dich nicht mal an einen Stein stößt. Und wenn du an mich glaubst, damit du an mich glaubst, werde ich dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Ich habe dich kreiert. Du bist mein Kind. Mein Kind, lass mich dich reinigen. Mein Kind, lass mich deine Füße waschen. Lass mich dir zeigen, ich habe dich nicht umsonst kreiert. Mein Sohn, ja Mutter. Mein Sohn, lass mich dich reinigen. Lass mich dich baden, mein Sohn. Ja Mutter, natürlich Mutter. Und die Mutter badet ihren Kind. Die Mutter badet ihr Kind und wäscht es, bis es in der Lage ist, sich selbst zu waschen. Und Jesus kommt und wäscht seine Kinder. Die Mutter dient seinem Sohn. Die Mutter dient ihrem Sohn, ihrer Tochter. Jesus dient sein Jesus. Das Wort hat alles erschaffen. Und Jesus kommt und dient seiner Kreation. O Herrgott. Oh Gott, ich bitte euch, liebt den Nächsten wie euch selbst. Ihr müsst heute nur ein Kreuz machen. Wollt ihr wirklich, dass diese Schmach, wollt ihr wirklich, dass diese Barbaren sich bei uns verbreiten? Denn das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, die kriminellen Geister sind ja die Ersten, die kommen. Beziehungsweise die kommen. Die bezahlen Schleuser, sie haben Geld, sie sind Täuscher, Lügner und Betrüger. Sie kommen und haben Geld, die meisten von denen, weil sie ja die Schleuse bezahlen, damit sie überhaupt die Boote und alles bekommen. Und erzählen euch, sie sind, ja, guck mal, wie viele von denen hier sind, sie sind sogar Studierte, es gibt sogar, ja, die wirklich studiert haben dort. Und erzählen, die sind, werden verfolgt und sonst was. Lügner, Betrügner und Täuscher. 99% der Menschen seit 20 Jahren ist es circa immer um die 1% der Menschen, die Asylrecht bekommen haben und 99% kein Asylrecht bekommen haben. Seit über 20 Jahren ist das schon so. Seit über 20 Jahren kommen nur Lügner, Betrüger und Täuscher zu uns. Also 99%. Ja? Überprüft das selber. Wann wacht ihr endlich auf, Leute? Wenn zumindest, ich sage euch ganz ehrlich, wenn wenigstens die Hälfte, ja, stimmen würde, das, was sie sagen und herkommen würde, würde ich meinen Mund halten und überhaupt nichts sagen. Aber das ist ja nur 1%, das ist 1%. Und da gibt es Menschen, die sagen, lasst sie doch herkommen, da können wir sie konvertieren. Geh doch nach Boko Haram und geh da, dort konvertieren. Geh nach Syrien und geh konvertieren, wenn du unbedingt konvertieren. Du willst konvertieren? Konvertieren? Geh doch! Geh zu den Eskimos und konvertier die Eskimos. Ja?
Geh nach Südafrika, da brauchen wir gerade enorme ja? Geh nach China, geh nach China, geh nach China und erzähl den Leuten, dass du der Christ bist. Mal gucken, wie lange du noch deine Zähne im Maul hast, Alter. Und lasst sie doch kommen. Ihr macht es euch einfach, ihr macht es euch einfach. Die Jünger sind losgegangen und haben ihr Leben gelassen. Und ihr? Und ihr? Ihr Feiglinge, ihr seid Feiglinge, seid ihr. Lasst sie doch kommen. Ihr tut euch schon rechtfertigen, ihr tut euch schon rechtfertigen. Ja? Bevor euch einer sagt, warum gehst du nicht nach China, warum gehst du nicht nach dorthin oder dorthin und tust kommentieren, boah, du machst doch volle YouTube-Videos, du bist doch voll der Prediger, du bist doch voll der dies und das, aber hockst da in deinen, ja, Häuslein, machst deine YouTube-Videos oder in deiner Gemeinde, ja, und machst da auf den Großen. Und da sind Menschen da draußen, die dein Wort, die das Wort Jesus Christus verkündigt worden brauchen. Und Jesus Christus sagt, die Endzeit wird nicht kommen, bevor nicht das ganze, sein Wort in die ganze Welt verbreitet worden ist. Und was macht ihr? Verbreitet ihr das Wort durch die ganze Welt? Lernt ihr Spanisch? Lernt ihr Deutsch? Lernt ihr Chinesisch? Ich kann Hörschler sein. Ich sag nur mal, ja, ihr macht euch groß. Doch in Wirklichkeit seid ihr so klein, ja, kleiner als ein Senfkorn. Euer Glaube, euer Wissen, ja, ist kleiner als ein Senfkorn. Ihr Kleingeistigen. Wenn ihr so oft groß macht und hochmütig macht und Gerichte ausspricht, ja, wer seid ihr? Wo wart ihr? Was habt ihr überhaupt getan, dass ihr euch so etwas erlaubt? Am 1. September sind die Wahlen, Freunde. Und ich versichere euch und ich verspreche euch. Ich verspreche euch etwas. Ich verspreche euch etwas. Ja? Es wird besser in Deutschland. AfD wird sowieso gewinnen. Leute, AfD wird sowieso gewinnen. AfD wird gewinnen, denn Deutschland ist kein dummes Volk. Und erst recht nicht die Ostdeutschen. Die Westdeutschen sind nicht dümmer. Die Westdeutschen haben sich einfach schon mehr der Sache hingegeben. Ja, sage ich mal. Das ist das Problem. Mehr ja, hingegeben. Ja, und ich sage euch, ich habe euch in dem Video, ja, Polizisten bald am Erdbeerfeld, was ich gemacht habe, habe ich euch gewarnt, dass politisches Blut fließen wird. Davor schon und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Und dann ist ja Lübeck umgebracht worden. Und das wird nicht der erste sein. In Spanien sind zwei Politiker auch schon gestorben. Ja, ich habe es gewarnt. Und keiner hört mir zu und keiner glaubt. Ja, genauso wie sie Jesus nicht geglaubt haben, was er prophezeit hat. Und ich prophezei euch eins. Wenn die AfD gewinnt, wird alles wieder viel besser. Und sie wird gewinnen. Ja? Und ich sage euch eins, wenn sie nicht gewinnt, werdet ihr die Hölle auf Erden, jeder von euch sehen, jedes Jahr schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das wird aber nicht passieren, die AfD wird gewinnen. Ja? Warum? Weil ihr das Kreuz bei der AfD macht. Ich sage euch nicht, Christen, ihr müsst die AfD wählen. Nein, es liegt an jedem, was über eure Überzeugung ist, ist absolut in Ordnung. Wenn eure Überzeugung ist, sie nicht zu wählen, ist sie in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass Menschen euch sagen, dass wir sie nicht wählen sollten, sonst gehen wir, sonst seid ihr keine Christen. Ja? Und dass ihr nicht versteht, dass ihr nicht versteht, dass im Alten Testament Menschen ihr Land mit dem Schwert verteidigt haben. Heute könnt ihr das euer Land mit einem Kreuz verteidigen. Und Christian Prinz sagt auch selbst, ja, und viele Christen, ja, sagen, wer sein Land nicht verteidigt, ist kein Christ. Wer seine christlichen Werte, die Christen im Land, nicht verteidigt, ist kein Kind Christ. Genauso wie ein Jude, der Israel nicht verteidigt, kein Jude ist. Ich habe euch dieses Land gegeben. Ja, Gott hat ihnen dieses Land gegeben. Und sie verteidigen es nicht, obwohl Gott es ihnen selbst gegeben hat. Ist das dann ein Jude? Also er ist natürlich ein Jude im Fleisch, im Gehen. Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Und das ist, was man hier damit meint, was Christus damit meint. Wer die Christen in seinem Land, die christlichen Werte, ja, nicht verteidigt, ist kein Christ. Ja? Also wer seid ihr überhaupt? Gut, ihr Lieben, ja, die Wahlen stehen vor der Tür. Ich bitte euch, vergibt mir, Geschwister, meine Härte, ja, aber ich werde Menschen, die Gericht sprechen, nicht tolerieren. Und ich werde ihnen Schmock und Depp sagen, bis er aufwacht. Ja?
Gut, ihr Lieben. Ihr werdet sehen, AfD wird gewinnen, ja, und es wird viel besser. Ihr werdet viele Sachen sehen, die euch nicht gefallen. Aber es sind Sachen, die besser sind, als dass ihr kleine Kinder seht, die abgeschlachtet werden, vergewaltigt werden, Frauen vergewaltigt werden. Das ist immerhin besser, ja. Es ist, passt auf, meine Lieben, es ist besser, ja. Ist es ein schlechtes Bild, dass ihr zugucken musstet, wie David Goliath getötet hat? Oder ist das Bild schlechter, wenn David sich nicht gewehrt hätte und Goliath wäre gekommen und hätte ganz Israel vernichtet? Welches Bild wollt ihr haben? Welches Bild wollt ihr haben? Versteht ihr? Gut, ihr Lieben. Ich möchte euch nicht sagen, Gott segne euch, denn ich gebe zu, ich bin ein bisschen abgegangen und habe im Moment nicht das Anrecht. Doch ich wünsche euch das Allerbeste. Ich wünsche euch, dass es euch in Deutschland wieder gut geht. Denn wir sind abhängig, die ganze Welt ist abhängig von Deutschland. Darum tue ich das Ganze hier. Ja. Deutschland ist ein sehr intellektes Volk, hat ein sehr moralisches Volk noch. Ja. Wir brauchen diese Moral Deutschland, dieses Intellektuelle, die Intelligenz, den Fortschritt, die Wissenschaft, ja, von Deutschland. Denn wenn Deutschland am Arsch geht, ihr Kanaken, falls ihr irgendein Kanake zuguckt, Leute, wenn Deutschland am Arsch geht, geht die ganze Welt am Arsch. Ja? Deswegen will man Deutschland doch so vernichten. Ja? Das sind noch die Einzigen, die überall sagen, hey, das macht ihr falsch, das macht ihr falsch, das macht ihr falsch, guck mal da und kritisieren, kritisieren. Ja? Versteht ihr? Tut Brasilien Argentinien kritisieren? Ja, mal so ein bisschen. Ja, versteht ihr? Na gut, ihr Lieben. Ihr seht zum Beispiel, dass Nestle 16%, nur ein Beispiel, ihr seht zum Beispiel, dass Nestle 16%, ja, vom Gewinn verloren hat. 16%. Warum? Warum? Glaubt ihr, weil irgendjemand im Dschungel in Brasilien im Internet geschrieben hat, guck mal, was Nestle macht und hin und her und blablabla. Ja, wahrscheinlich ein paar. Ja. Das ist, was ich meine. Die intellektuellen Völker, die haben dazu, die bringen dazu, dass sich in der Welt was ändert. Und wenn diese intellektuellen Völker den Bach runtergehen, dann können diese ganzen Satansdiener tun und lassen, was sie wollen. Ja, und dann haben wir keine Liebe zum Nächsten. Indem wir diese Satansdiener tun lassen, was sie wollen, haben wir keine Liebe zum Nächsten. Versteht ihr? Habt Liebe zum Nächsten. So, ihr Lieben. Ja, wählt die AfD und dann seht ihr, was passiert. Ja? Dann habt ihr endlich wieder mehr Geld. Den Rentner geht's besser, den Obdachlosen geht's besser. Ja? Ihr kriegt später mal mehr Rente. Ja? Ihr kriegt mehr Gehalt. Ja? Wir haben weniger Morde, weniger Vergewaltigung. Was heißt weniger? Viel weniger. Ja? Viel weniger Gaune in unseren Ländern. Ja. Und das Wichtigste, wie gesagt, die Endzeit so weit auseinanderdehnen, wie wir können, ja, damit umso mehr Menschen in den Himmel kommen können. Das ist Liebe euren Nächsten. Ja? Tut nichts, macht nichts, lässt alles kommen, wie es passiert. Ja? Dann kommt die Endzeit in 100 Jahren. Doch wenn ihr für den eure Nächsten liebt, kommt sie vielleicht in 500, in 1000 Jahren, umso mehr Menschen haben die Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist Liebe eure Nächsten. Tut den Willen eures Vaters. Ja? Der Vater sagt, sinngemäß, ich lasse all dieses Leid in dieser Welt zu, damit auch der Letzte noch eine Chance hat, in den Himmel zu kommen. Sonst könnte er doch alles zerstören. Dann hat dieser Markus in 500 Jahren keine Chance, in den Himmel zu kommen, wenn der Gott alles zerstören würde. Was sagt er? Ich lasse es zu. Ich lasse dieses Leid zu. Damit dieser Markus in 500 Jahren, Beispiel, noch eine Chance hat, in den Himmel zu kommen. Habt ihr diese Liebe wie Gott? Hört nicht auf diese falschen Geister, auf diese egoistischen Geister. Ich habe so oft gehört, wie mir christliche Brüder oder Schwestern geschrieben haben, sogar Audios geschickt haben von anderen Christen, die da rumpredigen und dann, wenn sie Privatgespräche mit denen sprechen, sagen so, Schwester, Schwester, die Endzeit kommt bald, wir werden erhoben. Und ich dachte mir so, was ist denn das für ein Schmuck? Was ist denn das für ein Schmuck? Der freut sich auf die Endzeit, wo Gott die Endzeit gar nicht will. Er will,
dass sie so spät wie möglich kommt, damit so viele Menschen wie möglich schon zusammen in den Himmelreich zu kommen. Der Typ wünscht sich die Endzeit nicht. Gott wünscht sie sich nicht und der Typ wünscht sie sich. Ich kenne eure Geister, ich habe es euch immer gesagt, ich kenne eure Geister. Und ich habe es selbst gesehen und gehört. Hm? Hört nicht auf diese Menschen. Hört nicht auf diese Menschen. Wir alle haben Angst, ein bisschen Angst vor dem Tod, vor dem weltlichen Tod. Wir alle haben Angst, auf wie werden wir sterben. Wir alle wollen erhoben werden auf eine Art und Weise. Ich verstehe euch ja, weil ihr Angst vor dem weltlichen Tod habt. Ihr wollt erhoben werden, weil ihr nicht diesen Tod sterben wollt. Weil ihr zweifelt. Ihr zweifelt. Hört auf zu zweifeln. Ihr werdet sterben. Ja? Und ihr werdet sterben. Und es wird für euch vorkommen wie... Zack. Wenn die Endzeit kommt. Glaubt ihr, ihr werdet da sterben und es kommt euch vor wie 500.000 Jahre, die ihr da tot liegt? Ihr seid tot. Und wenn ihr erhoben werdet, ja, ihr stirbt und zack, pam, das wird für euch vorkommen wie eine Sekunde oder weiß ich nicht, ja, das geht zack, zack, tot und wieder auferheben. Versteht ihr, weil ihr tot seid, ihr habt in der Zeit keine Erinnerung. Ja, und davor habt ihr Angst. Warum? Weil ihr unwissend seid. Ihr seid unwissend. Ihr habt Angst, weil ihr Unwissenheit habt. Sterbt den weltlichen Tod. Sterbt den weltlichen Tod. Ja, und dann macht's pam und dann werdet ihr entweder erhoben oder in den Flammensee gehen. Ja, eins von beiden. Wir, ja? Versteht ihr? So, habt keine Angst. Habt keine Angst. Hört auf, ja, so egoistisch zu sein. Ja, aus Angst vor dem weltlichen Tod die Endzeit herbeizurufen. Dann stellt euch mal vor, das hätten die Menschen vor 500 Jahren gemacht. Und hätten dir heute keine Chance gegeben und hätten dich vor 500 Jahren nicht geliebt, wie der Vater geliebt hat.